Herzlich willkommen im Kanal The Green Runner. Mein Name ist Jens Peters und bis vor kurzem hieß der Kanal noch Läuft oder nicht. Da ich aber jetzt schon über ein halbes Jahr keine Videos gemacht habe und mir die thematische Ausrichtung nicht mehr so richtig hundertprozentig gepasst hat, dachte ich, dass das neue Jahr ein guter Anlass ist, hier mal durch die Bude zu kehren. Bis zuletzt habe ich hier relativ viele Reviews gemacht und das soll auch weiter so bleiben, keine Sorge. Allerdings möchte ich mir eine Sache ein bisschen genauer anschauen, nämlich inwiefern die Laufindustrie vielleicht ein kleines bisschen grüner werden kann. Klar denkt man, dass man ja einen Sport betreibt, der relativ umweltfreundlich ist, holt die Sportsachen raus, ab ins Grüne, und da klingt das jetzt erstmal so, dass der ökologische Fußabdruck gar nicht mal so groß ist. Aber warum nicht mal genauer hinschauen? Wenn man bedenkt, wie viel Paar Schuhe man im Jahr verbraucht, wie viel Klamotten man zum Anziehen erwirbt, was für Rohstoffe vielleicht in der Sportuhr verbaut sind, da grübelt man vielleicht doch ein bisschen, ob das alles so nachhaltig ist. Und genau da will ich ansetzen, nicht nur ein Produkt testen, sondern auch fragen, ob es sich im Sinne der Nachhaltigkeit wirklich lohnt. Und da kommt in Kürze ein Review zur neuen Sunto 9 Pro und zur Petzl Now RL Stirnlampe hier im Kanal. Wie sieht es denn bei euch in Sachen Nachhaltigkeit und Laufen aus? Habt ihr euch zu dem Thema schon mal Gedanken gemacht? Und wählt ihr Produkte vielleicht mit dem Hintergrund auch aus? Schreibt es gerne in die Kommentare, auch wenn ihr Empfehlungen für besonders nachhaltige Produkte habt. Würde mich sehr interessieren. Ja, ich habe es gerade erwähnt, das letzte Video liegt schon über ein halbes Jahr zurück. Und da ging es um das Thema Getting Older, Getting Faster. Ein Projekt, was mich, obwohl ich keine Videos mehr dazu gemacht habe, natürlich weiter beschäftigt hat. Da ging es darum, dass ich trotz meines fortgeschrittenen Alters von 45 Jahren jetzt versuchen wollte, im Jahr 2022 neue Bestzeiten aufzustellen. Schwerpunkt lag da auf den 5- und 10-Kilometer-Strecken. Mehr dazu gleich. Solche Projekte wie zum Beispiel Getting Older, Getting Faster will ich auch 2023 fortführen. Aber ich würde auch gerne das Projekt Marathon auf kurz oder lang gerne mal angehen. Davor habe ich mich bisher immer gedrückt und 2023 könnte das Jahr sein, in dem ich zum ersten Mal die 42,195 Kilometer bewältigen möchte. So die Idee. Mehr dazu auch im weiteren Video. Speziell auch, warum ich das bisher nicht gemacht habe. Da gab es durchaus gute Gründe dafür. Jetzt will ich aber nochmal auf das Jahr 2022 zurückschauen und gucken, ob ich tatsächlich Erfolge gefeiert habe bezüglich Getting Older, Getting Faster. Das letzte Update, wie gesagt, war aus dem Mai 2022. Da war ich gerade wieder so einigermaßen im Training, nachdem ich im März Corona gehabt hatte. In der Regel bin ich im Mai und Juni zwischen 50 und 70 Kilometern gelaufen. Meistens habe ich die Woche mit einem lockeren Lauf gestartet. Dann kamen ein bis zwei qualitative Einheiten dazu. Gegebenenfalls auch noch ein lockerer Lauf und am Wochenende dann der lange Lauf, der Long Run zwischen 15 und 20 Kilometern. Und das lief energietechnisch bestens. Mitte Mai hatte ich dann einen ersten Tempotest, der lief eher bescheiden. Über 5 Kilometer bin ich 19:08 gelaufen, was jetzt nicht so schlimm ist, aber ich bin zum Ende richtig eingebrochen. Und das war so ein richtiger Downer zu dem Zeitpunkt. Anderthalb Wochen später sah es dann aber schon wesentlich besser aus. Da bin ich dann unter 19 Minuten beim gesteigerten Tempodauerlauf gelaufen, sodass man schon sehen konnte, ja okay, da passiert doch was. Ja. Am 22. Juni bin ich dann den ersten Wettkampf in Münster gelaufen. Ein Lauf mit vielen Kurven, vielen verschiedenen Untergründen und über zwei Runden, 5 Kilometer, also alles andere ist bestzeittauglich, dachte ich, aber weit gefehlt. Ich hatte zwei gute Zugpferde vor mir, dank denen ich es tatsächlich auf die Sub 18 gebracht habe. 17:59 und Platz 3 standen am Ende auf der Uhr. Zum ersten Mal unter 18 Minuten. Das war natürlich nicht der letzte Wettkampf des Jahres. Nur anderthalb Wochen später bin ich über 10 Kilometer gestartet. Wieder ein klasse Rennen. Dieses Mal ein wesentlich stärkeres Feld. Am Ende Rang 20 und 36:58 für die Strecke durch Münsters Innenstadt. Fast 2 Minuten schneller als bei meiner alten Bestzeit. Danach
hat sich ein bisschen Müdigkeit breit gemacht. Highlights für den restlichen Juli und den Beginn des August waren mein erster Lauf über 30 Kilometer am letzten Tag meiner Elternzeit und danach noch 2 Wochen Allgäu mit vielen, vielen Höhenmetern und schönen Trails durch die Berge. Mit dem Hintergrund dachte ich, dass ich beim Berglauf hier, also Berglauf hier in der Umgebung, nochmal richtig Stoff geben könnte. Zwar konnte ich auf der anspruchsvollen 5 Kilometer Strecke eine neue persönliche Bestzeit laufen, auf der Strecke. Mit 18:17 war ich aber wieder von der Sub 18 ein Stück weit entfernt. Am 16.09. stand dann der nächste Lauf über 5 Kilometer an. Wieder nicht unter 18 Minuten, aber zum ersten Mal der erste Platz in der Gesamtwertung, was fantastisch war. Also habe ich noch nie erlebt, war richtig cool. Sieger über die 5 Kilometer Distanz, Jens Peters, Laufsportfreunde Münster. Eine klasse Zeit, knapp über 18 Minuten. 2 Wochen später war es dann aber endlich soweit mit der Sub 18 und einer klaren Bestzeit mit 17:44. Und auch dem Gefühl, dass da vielleicht immer noch ein kleines bisschen mehr geht. Also da ist durchaus Potenzial für Getting Older, Getting Faster im Jahr 2023. Ich bin sehr gespannt. Im November bin ich dann nochmal beim 3-Kilometer-Lauf gestartet. Bin da 10:29 gelaufen. Das war aber keine neue Bestzeit über 3 Kilometer. Da lief für mich schon so ein bisschen die Saison aus. Es war halt der Abschluss einer äußerst gelungenen 2022er Saison. 6 Wettkämpfe, 6 erste Plätze in der Altersklasse. Einmal Gesamterster, einmal Zweiter, zweimal Dritter. Dazu 2 klare Bestzeiten über 5 und 10 Kilometern. Das Jahr war richtig gut. Voller Erfolg, kann man so sagen. Woran lag es, ist vielleicht noch eine wichtige Frage zum Abschluss. Gut war auf jeden Fall das sehr konstante Training von Mai bis September. Alles wattzentriert, größtenteils nach Stride-Trainingsplänen, aber auch immer wieder Anpassungen nach der Methode von Stefan Dillinger, nämlich immer wieder so Ruhepausen einzuplanen, speziell wenn der Körper das auch eingefordert hat. So bin ich dieses Jahr bei weitem nicht so viele Kilometer wie im letzten Jahr gelaufen, aber dafür wesentlich erfolgreicher. Von September bis Dezember standen da nämlich nur so 140 Kilometer auf der Habenseite. Manchmal ist dann vielleicht weniger doch mehr. Mit auch einer der wichtigsten Erkenntnisse für mich im Jahr 2022. Ja, und da wird es dann auch 2023 spannend, wie sich das gegebenenfalls mit dem Marathon vereinen lässt. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Ja, soweit erstmal zum Jahr 2022. Ich hoffe, dass ich es dieses Jahr wieder regelmäßiger schaffe, Videos zu posten. 3 Kinder speziell, das Jüngste mit 1,5 Jahren, knabbern noch stark am Zeitkonto, wenn man die wenige Freizeit dann auch noch zum Laufen nutzen will. Ja, trotzdem jetzt erstmal ein dickes Dankeschön auch an euch im letzten Jahr. Viele neue Abonnenten, viele Kommentare, auch Nachfragen, wann denn das nächste Video kommt und so. Und da bin ich echt glücklich und das trägt auch sehr zur Motivation bei. Und deshalb gibt es heute überhaupt auch nur ein neues Video. Wahrscheinlich, wenn es anders gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich einfach den Kanal zugemacht. Deshalb nochmal ein dickes Dankeschön. Genau. In diesem Sinne, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald. Tschüss, euer Green Runner.